Und jetzt freue ich mich, den Gottfried Hebenstreit anzukündigen. Der hat, wie gesagt, heute in der Früh erfahren, dass er bei uns Sprecher sein darf, kann, muss, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Er hat allerdings den Vorteil, dass er selber sowieso die Präsentation vorbereitet hat für den Herrn Meierhofer, in dem, von daher ist er gut gerüstet. Ich habe mich heute ein bisschen auf seinem LinkedIn-Profil schlau gemacht und kann daher sagen, er ist Referent für Wirtschafts- und Energiepolitik beim Ökosozialen Forum. Und er ist ausgebildeter Koch und Kellner. Er hat an der BOKU und an der WU studiert, Auslandserfahrung in den USA und in Norwegen gesammelt, war an verschiedenen Stellen, unter anderem beim Integrationsfonds als Projektmanager tätig und auch seit seiner Schulzeit ehrenamtlich sehr aktiv. Und außerdem bezeichnet er sich selbst als stolzer Vater, Ehemann, Projektleiter und Hundebesitzer. Bitte schön. Danke vielmals für diese nette Vorstellung. Das ist sehr nett gewesen. So, ich habe zugehört, was, ich glaube, wir sind per Du, so war das in der Mail drinnen. Genau. Was du gesagt hast und habe da jetzt noch zwei Folien hinzugefügt. Ich muss einmal schauen, wie ich das teilen kann. Deswegen kurzen Moment, Bildschirm freigeben, PowerPoint. So, ich drücke drauf. Da muss ich, glaube ich, den Bildschirm wechseln, oder? Sieht man nur die Folie? Nein, man sieht mehrere Folien. Genau, da muss ich das wechseln. Dann ja. Sieht man jetzt. Jetzt sieht man nur die Folie? Ja, perfekt. Okay, super. Also vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist eben Gottfried Hebenstreit, bin beim Ökosozialen Forum und Kreislaufwirtschaft, gerade auch was du gesagt hast vorher, von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Das ist auch für uns sozusagen eine Übersetzung von dem Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft in die Praxis. Deswegen freut es mich auch besonders, dass der Herr Eisenregler auch dabei ist. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch in den Recherchen für unsere Publikationen zum Thema Kreislaufwirtschaft auch immer wieder bin ich über ihn gestoßen und konnte ihn auch schon sprechen hören. Deswegen werde ich versuchen, mich kurz zu halten, weil ich mich schon sehr freue auf seine Worte, denn er ist ja wirklich ein Pionier in diesem Thema. Ich wurde gebeten, einen gewissen Themenaufriss darzulegen, also Zahlen, Fakten und eine Abgrenzung, was ist sozusagen Bioökonomie, was ist Kreislaufwirtschaft. Beginnen wir mal mit dem Verbrauch, was eine Person österreichweit derzeit pro Tag verbraucht, mittels Konsum und dem gesamten Lebensstil. Das sind täglich zum Beispiel 12 Kilo nachwachsende Rohstoffe, oder aber fast 700 Liter Wasser in den Produkten und so weiter drinnen, 38 Kilogramm nicht erneuerbare Materialien, einen sehr großen Anteil an Energie, 1 Hektar Fläche, ja, also das ist wirklich nicht wenig, und 21 Kilogramm CO2 ist natürlich ein Durchschnitt und gerechnet an den Gesamtverbrauch. Aber man sieht, eine Person braucht durch unseren Lebensstil schon eine sehr große Menge an Materialien, insbesondere an nicht erneuerbaren Materialien. Wenn man sieht, 12 Kilogramm nachwachsende Rohstoffe, aber dreimal so viel nicht erneuerbare Materialien, wie zum Beispiel eben fossile Materialien, Bausand etc. Dies, was wir uns sozusagen in unserem gesellschaftlichen Verdauungstrakt oben hineinschmeißen, kommt auch irgendwo wieder raus. Das sind täglich derzeit ungefähr 1,5 Kilo Siedlungsabfälle, also der Restmüll und 3,5 Kilogramm Bau- und Abbruchabfälle. Das ist aber, wenn man sich die Summen an den Kilos jetzt anschaut, viel weniger als wir uns, ich gehe noch einmal eine Folie zurück, jeden Tag aneignen. Das heißt, wir bauen uns auch einen gewissen Haufen an Materialien auf, der uns umgibt an Dingen, mit denen wir umgehen
Und ich habe auch gesehen, der Herr Münha ist da, also auch Vertreter der Umweltverbände. Das heißt, die Dinge werden irgendwann dann zu einem späteren Zeitpunkt auch zu einem Wertstoffsammelzentrum gebracht. Menschen möchten dann gewisse Materialien und Produkte nicht mehr haben. Es gibt einen Entledigungsgedanken und im besten Fall kommt es eben zum Wertstoffzentrum und wird dann einer Kreislaufwirtschaft wieder zugefügt, aber dazu ein bisschen später noch. Wenn wir uns nämlich anschauen, wie viele Stoffe wiederverwendet werden derzeit, also die Nutzungsrate der wiederverwendbaren Stoffe, dann ist Österreich da nicht vorne dabei, muss man sagen. Der EU-Durchschnitt ist 11,5% der wiederverwendbaren Stoffe, die dann tatsächlich wieder genutzt und wiederverwendet, wiederverwertet werden. 11,5% der EU-Schnitt. Niederlande und Italien sind da sozusagen auch Spitzenreiter. Mit 11,6% sieht man bei Österreich auch wirklich, da ist noch sehr viel Potenzial da. So, nun ein bisschen mehr in die Richtung, was könnte denn dieses Potenzial füllen? Was ist Kreislaufwirtschaft, was ist Bioökonomie? Wenn man sich die Herausforderungen der derzeitigen Situation auch, sagen wir, Klimawandel, Ressourcenverbrauch etc. anschaut, dann fällt bei uns das Statement oft, dass wir die Lebensdauer unserer Produkte verlängern und Abfall endlich als Wertstoff verstehen sollten, aber auch parallel dazu die neuen Produkte, also neue Produkte, die wir brauchen, uns da auf nachwachsende Roh- und Reststoffe als Ausgangsbasis fokussieren. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung von Kreislaufwirtschaft auf der einen Seite und die Bioökonomie, die fossilen Materialien, also Diesel, Erdöl etc. Also versucht zu ersetzen mit nachwachsenden Rohstoffen, ist sozusagen dieses Statement eine Kombination. Das heißt, was wir haben, am besten nicht irgendwo hinschmeißen und nicht mehr nutzen, sondern was wir haben, sinnvoll in einer Kreislaufwirtschaft wiederverwenden und wieder nutzen. Und was wir neu brauchen, unbedingt mit weniger fossilen und nicht nachwachsenden Materialien, sondern mit mehr auf nachwachsende Rohstoffe fokussieren. Für uns ist Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft und Wohlstand kein Widerspruch. In der Region gibt es sehr viele Handlungsfelder, die dieses Thema betreffen. Vom Bauen, Sanieren, Bodenraum, Regionalität, Beschaffung und Nachhaltigkeit, Reparaturen, Sammlung und Verwertung von Wertstoffen und Energie und Abwasser gibt es da sehr viele Anknüpfungspunkte. Bitte jetzt bei der nächsten Folie nicht schrecken. Wenn man sich das Idealbild einer Kreislaufwirtschaft und einer Bioökonomie so vorstellt, dann stoßt man oft, wenn man Kreislaufwirtschaft auch googelt, und ich glaube, der Herr Eisenregler hat es auch in seinem Buch Kreislaufwirtschaft in der EU auch drinnen, auf diese Schmetterlingsgrafik. Das ist sozusagen die am häufigsten verwendete Darstellung von Kreislaufwirtschaft von der Ellen MacArthur Foundation im Bereich Cradle to Cradle da entworfen worden. Wir haben für uns als ökosoziales Forum das Projekt gehabt, das mit Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft ein bisschen sozusagen zu verbinden und haben das etwas angepasst. Und ich darf euch jetzt mit auf eine Reise nehmen, wenn wir ein neues Produkt uns aneignen und kaufen, auf diesem Lebensweg. Das heißt, wir beginnen oben bei Rohstoffe und Energie bei diesen zwei Kreisen. Wenn wir neue Produkte produzieren, dann brauchen wir dafür Rohstoffe und Energie. In einer Kreislaufwirtschaft, die auch auf Bioökonomie basiert, sollten die Rohstoffe weitgehend biobasiert sein, die wir neu brauchen, und die Energie 100% erneuerbar. Nicht erneuerbar ist natürlich auch Atomkraft, logischerweise. Das wollen wir auch nicht. Innerhalb planetarer Grenzen bedeutet also nicht mehr verbrauchen und konsumieren für diese Produktion, als auch am Planeten tatsächlich verfügbar ist an Ressourcen, wenn man über einen längeren Zeitraum blickt. Über ein Design und Planung wird dann das Produkt produziert und über eine Dienstleistung, zum Beispiel auch über den Handel, dann gelangt es zur Konsumentin. Nehmen wir jetzt beispielsweise einen Computer, dann befinden wir uns mit dem Computer derzeit
auf der rechten Seite dieser Grafik mit den blauen Pfeilen. Das ist die technische Seite. Hätten wir zum Beispiel ein biobasiertes T-Shirt zum Beispiel, dann können wir auch in die linke Seite gehen, wo wir dann den biologischen Kreislauf haben. Ich sehe, ich habe noch 2 Minuten. Das heißt, ich gehe ganz kurz das Beispiel durch. Wir haben beispielsweise den Computer. Das Beste ist, wenn wir ihn einfach nur instand halten und gut pflegen und sozusagen dann keine neuen Ressourcen deswegen auftreten und wir ihn im Kreislauf führen. Die nächste Stufe der Abfallhierarchie ist dann Reparatur, die Wiederverwendung und dann kommt noch das Recycling zu späterer Stunde. Ich kann, wenn mehr Zeit bleibt, dann später vielleicht noch genauer darauf eingehen. Im biologischen Kreislauf werden biochemische Rohstoffe rückgewonnen. Zuerst ist natürlich die kaskadische Nutzung, wenn man zum Beispiel einen Holztisch hat, dann macht es Sinn, den Holztisch nicht sofort zu verbrennen, wenn man ihn nicht mehr braucht, sondern vielleicht aus dem Holztisch noch etwas anderes macht in der Abfolge, bevor man sozusagen es thermisch verwendet. Das heißt, der Holztisch wird dann irgendwann wahrscheinlich eine Pressspanplatte etc. und geht dann so weiter in dieser Ebene. Wenn wir diesen Pfeilen folgen, dann haben wir durch eine Wiedereinbringung in die Biosphäre, durch Kompostierung, dann wieder neue Ressourcen verfügbar, die in die landwirtschaftliche Produktion gehen können, beispielsweise als Kompost und wieder zu neuen Rohstoffen werden können für neue Produkte. Und die Abfallwirtschaft, der Arminia ist auch da, ist ein zentraler Motor innerhalb so einer Kreislaufwirtschaft. Am Wertstoffsammelzentrum werden die Dinge gesammelt und den jeweiligen Kreisläufen wieder zugeführt. Eine Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie bringt sehr viel Nutzen und Potenzial in der Bevölkerung und vor allem in der Region. Wir haben uns da fokussiert in einer Publikation auf Regionen. Von Wertschöpfung über Arbeitsplätze, über Krisenfestigkeit, Zusammenhalt, Klimaschutz und auch Naturschutz bis hin zur Lebensqualität. Maßnahmen, die man zur Forcierung einer Kreislaufwirtschaft und einer Bioökonomie trifft, bringen einer Region sehr viel. Fokussieren wir uns auf die Arbeitsplätze, so schätzt die Europäische Union das Potenzial an zusätzlichen Arbeitsplätzen in der EU im Bereich der Bioökonomie auf über plus 1 Million weitere Arbeitsplätze und im Bereich der Kreislaufwirtschaft sogar noch mehr, im vor allem im Verhältnis noch ein viel größeres Arbeitsplatzpotenzial da bis 2030. Das heißt, auch mit den Strategien, mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie der EU etc. Ist da noch sehr viel Potenzial da, nicht nur einen positiven Effekt auf die Umwelt zu haben, sondern auch auf den Sozialbereich und auch auf wirtschaftliches Vorankommen und wirtschaftliche Entwicklung, wenn man Maßnahmen trifft, die innerhalb einer Kreislaufwirtschaft und einer Bioökonomie sind. Und das ist auch unser Grundziel einer ökosozialen Marktwirtschaft sozusagen, dass man diese drei Bereiche miteinander abwägt und in Balance hält. Die Wirtschaft, die Umwelt und die Ökologie und das Soziale. Die Zeit ist kurz und vor allem ist der Herr Eisenregel ja auch schon sicherlich bereit. Wir haben vor kurzem eine Publikation erstellt zum Thema Kreislaufwirtschaft in der Gemeinde, wo wir das noch viel genauer besprechen und viel genauer ausarbeiten, vor allem mit Best-Practice-Beispielen, was österreichische Regionen und Gemeinden denn jetzt schon tun und tun können. Wir wollen da einen Moment schaffen der Vernetzung hin zu mehr Kreislaufwirtschaft, hin zu mehr Bioökonomie und vor allem hin in eine lebenswerte Zukunft. Und ich freue mich auf die